Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war jetzt circa 3 Wochen nicht mehr fotografieren. Ich war super busy mit Lernen für die Uni. Ich schreibe auch morgen noch eine Klausur. Aber jetzt heute hat mich einfach nichts mehr in der Wohnung gehalten. Ich muss jetzt einfach mal raus. Vor allen Dingen, weil es jetzt auch gestern und in der Nacht auf heute einfach super, super schwül und warm war. Und wir im 2. Stock wohnen, also unsere WG. Und da wird es auch einfach nicht besser. Deswegen jetzt für einen Sonnenuntergang, für die goldene Stunde raus in die Natur. Es ist zum Glück ein bisschen windig. Es ist zwar immer noch super schwül, aber der Wind hilft da wenigstens. Für das heutige Video habe ich mir gedacht, ich guck mal auf 2 Varianten, wie man bei schwierigen Lichtbedingungen Bilder machen kann. Nämlich zum einen natürlich mit einem Grauverlaufsfilter und zum anderen gibt es ja das sogenannte Bracketing, also die Belichtungsreihe, wo man 3 oder 5 Bilder macht und jedes dieser Bilder hat eine andere Belichtungszeit von länger zu kürzer und die dann am Ende zusammensetzt, quasi wie ein HDR beim Handy und man dann eben somit einen größeren Dynamikumfang hat und man hoffentlich keine Informationen im Bild darüber dann verliert. Und das Motto des Videos ist dann quasi heute zu schauen, oder die Intention ist zu schauen, ob ein Grauverlaufsfilter überhaupt noch Sinn macht mit der Möglichkeit eines Bracketings, wo man sich ja vorstellen könnte, dass das sehr viel mehr Möglichkeiten bietet. Deswegen wünsche ich euch dann an dieser Stelle erstmal viel Spaß mit dem Video. Ich habe jetzt mein Motiv gefunden. Mein Tagesziel heute ist, mit einem super guten Panorama nach Hause zu gehen. Oder ich wäre auch schon mit einem guten Panorama zufrieden. Es muss jetzt nicht super gut sein. Jedenfalls könnt ihr hier mal sehen, das ist die Landschaft und der Blick von mir gerade. Und hier sieht man jetzt, da kommt gleich die Sonne hinter den Wolken hervor. Wir gehen jetzt gleich in die goldene Stunde rein. Und ich denke mal, dieser Blick ist auf jeden Fall prädestiniert für ein gutes Panorama, definitiv. Und weil jetzt gerade die Sonne nämlich unter den Wolken hervorkommt, ist es nämlich die perfekte Zeit, um den Vergleich zu starten. Und zwar kann ich euch das jetzt nämlich einmal zeigen. Ich habe jetzt hier einmal die Kamera in Richtung Sonne gedreht. Man sieht, wenn man den Vordergrund gut belichtet haben möchte, kann ich einmal kurz das Histogramm noch zeigen. Sagen wir es mal so. Ja, kann man noch einen Schritt dunkler gehen. Wir sehen, es ist nichts zu dunkel hier am Histogramm. Also es ist nichts ganz links, beziehungsweise jetzt, weil die Kamera natürlich im Hochkantformat ist, nichts ganz unten. Aber wir sehen eben, dass die Highlights komplett ausgebrannt sind, weil wir jetzt ja quasi auch Richtung Sonne fotografieren. Das bleibt natürlich auch beim Panorama nicht aus, dass ich dann ein Stück weit Richtung Sonne oder in die Sonne fotografieren muss. So, was macht man dann? Also entweder ist der Vordergrund gut belichtet, aber der Himmel ist viel zu hell. Oder wir gehen mit der Belichtung runter, dass jetzt nichts ganz rechts am Rand ist, also die Highlights nicht überbelichtet sind, aber wir sehen jetzt, dass quasi der ganze Vordergrund einfach viel zu dunkel ist und ja, sehr viel einfach am linken Rand, also die Schatten halt sehr, sehr stark ausgeprägt sind. So, und das kann man hier eben gut sehen. Der Himmel wäre jetzt eigentlich gut belichtet, so hätte man alle Informationen. Der Vordergrund aber ist einfach nur schwarz. So, da kommt natürlich jetzt der Filter ins Spiel. Und hier fährt jetzt schon gerade das 2. Auto mitten hier durchs Feld durch. Und ich frage mich, was die hier machen tatsächlich. Naja, also gehen wir mit der Belichtungszeit wieder ein bisschen hoch, sodass der Vordergrund wieder langsam gut sichtbar wird. Und ich habe jetzt den Verlaufsfilter schon mal eingesteckt und werde den jetzt einfach runterschieben. Und wir sehen, der Himmel ist jetzt so runtergeschoben, ist ein 1,2 Softgrade Verlaufsfilter. So, jetzt sehen wir, die Wolken hier oben sind ganz gut zurückgekommen. Ups, sorry für den Wackler. Und der Vordergrund ist auch noch ganz gut von der Belichtung her. Allerdings ist jetzt da, wo die Sonne ist, also quasi die Mitte, immer noch viel zu hell. So ein bisschen runter mit der Belichtung, jetzt wird der Vordergrund langsam schon wieder dunkel und quasi jetzt, wo die Sonne ist, ist es immer noch überbelichtet. Also selbst mit Verlaufsfilter würde mir jetzt gerade gar nichts anderes übrig bleiben, als eine Belichtungsreihe zu machen, damit nämlich auch der Bereich, wo dann die Sonne am Ende rauskommt,
gut zu sehen ist. Machen wir jetzt dann mal die Einstellung für das Bracketing, also für die Belichtungsreihe. Und ich muss mich jetzt auch echt ein bisschen beeilen, weil das Licht wird gerade richtig gut und die Wolken fangen an, sich aufzulösen. Und die will ich unbedingt noch in meinem Bild mit drin haben. Deswegen jetzt mal ganz schnell für euch. Wir sehen hier natürlich, jetzt ist der Filter ist draußen, ist kein Filter mehr drin. Und wir sehen, ohne Filter natürlich, wie eben schon gezeigt, es ist halt einfach nicht möglich, ein gut belichtetes Bild hinzubekommen. Deswegen gehe ich jetzt kurz ins Menü der Kamera. Hier habe ich es von eben noch eingestellt. Machen wir nochmal kurz weg. Wir haben jetzt hier die Belichtungskorrektur. Die setze ich jetzt auf diesen Abstand. Na gut, wir können vielleicht, weil das, weil die Dynamik doch relativ ausgeprägt ist, machen wir es mal so. Also die Kamera macht jetzt 5 Bilder. Danke, dass du wieder weggehst. Einmal 3 Stops unterbelichtet, 2 Stops unterbelichtet oder 1,5 Stops unterbelichtet und normal und 1,5 über und 3 Stops überbelichtet. So, lassen wir das die Kamera jetzt mal machen. Ihr seht, die 5 Bilder werden automatisch gemacht. Schauen wir uns die mal an. Das ist die stärkste Überbelichtung quasi für den Vordergrund. Zweitstärkste und unterbelichtet. Stärker unterbelichtet. Und hier sieht man sogar, die Sonne ist ein schöner Kreis. Natürlich nur die Sonne selbst ist ein bisschen überbelichtet, aber das lässt sich nicht vermeiden. Und das ist quasi die mittlere Belichtung. Und mit diesem Bracketing hat man dann natürlich komplett alle Bildinformationen, die man braucht. Man verliert nichts in den Schatten, man verliert nichts in den Highlights. Für mich persönlich, ich nutze den Verlaufsfilter so gut wie überhaupt nicht mehr. Für mich persönlich ist einfach dieses Bracketing ist einfach so viel vorteilhafter, weil ich einfach damit viel besser arbeiten kann und am Ende sicher sein kann, dass das Bild weder unter- noch überbelichtet ist. So, und ich mache jetzt mal schnell das Bild, das Panorama, und ihr seht es jetzt direkt im Anschluss. Wie es immer so ist, die Wolken haben sich jetzt aufgelöst, kurz vor Sonnenuntergang quasi. Also die Sonne ist zwar noch da, jetzt quasi hinter euch, aber die verschwindet gleich hinter einem dicken Wolkenband, das am Horizont ist. Also die Wolken sind sowieso immer da, wo man sie nicht gebrauchen kann und wo sie am meisten stören eigentlich. Aber gut, ich glaube vorhin für das Panorama und zum Zeigen, was jetzt besser ist, Verlaufsfilter oder HDR, waren sie, glaube ich, an der richtigen Stelle. Und jetzt habe ich noch mal ein Panorama gemacht, ein Bild. Und zwar mit diesem Motiv hier, schön mit den Weinbergen. Und zwar so eine Reihe hier im Vordergrund. Und zwar eine mit schön Gras in der Mitte, damit es nicht so trist aussieht. Und hier drüber sind nämlich noch Wolken, die auch ein bisschen Farbe bekommen. Und das war jetzt, glaube ich, zum Abschluss noch mal ganz cool. Ihr dürft mir auf jeden Fall heute gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eher mit Verlaufsfilter arbeitet. Oh mein Gott, die Haare. Oder ob ihr eher eine Belichtungsreihe macht, also ein HDR oder Bracketing, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Jetzt noch fast über meinen eigenen Rucksack hier gestolpert. Und dann wären wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet was daraus mitnehmen. Lasst mir auch dazu gerne einen Kommentar in den Kommentaren da unter dem Video. Ihr dürft natürlich auch die 2 Kommentare gerne in einen Kommentar packen, ne? Also um Kommentare zu sparen. So, wenn ich dieses Wort jetzt noch einmal sage, kriege ich selbst die Krise. Dann gebt auf jeden Fall meinem Kanal ein Abo für weitere Videos und gebt dem Video hier gerne noch einen Daumen nach oben. Ihr kennt das Spiel. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.